Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von The Walking Dead Final Season. Also die Nacht ist rum, wir haben geschlafen und jetzt geht's weiter. Das jetzt? Achso, Zeitraffer. Der Kurze scheint sich zu erholen. Vielleicht müssen wir das Lager wieder verlassen. Ich denke, das heißt, zwei Wochen später, das war jetzt keine Ahnung, warum das so riesig war. Muss ich mal schnell schauen. Das ist komplett normal eigentlich. Keine Ahnung, was es gerade war. Egal. Was ist das für ein Baby? Hey, ist das ein Traum? Folge dem Pferd durch deinen Traum. Okay. Alter. Folge dem Pferd durch den Traum. Aber das liegt auf der Seite. Du hattest einen Albtraum. Denselben, den du früher immer hattest. Über das, was auf der Ranch passiert ist. Mir geht's gut. Geht gleich wieder. Hey, was hast du denn da? Hast du auch schlecht geträumt? Die hast du in letzter Zeit oft. Ich fühle mich so sicherer, wenn ich nicht schlafe. Ich will immer wach bleiben. Das schaffe ich schon. 18 Tage lang, wenn ich alles gebe. Ich weiß nicht, AJ. Ich kenne niemanden, der mehr als ein paar Tage ohne Schlaf auskommt. Dann bin ich der Erste. Also, falls wir mal in Gefahr sind. Ah! Komm. Ich bring dich ins Bett. Nein. Du musst mich nicht immer kontrollieren.
Du sagst, ich soll tapfer sein. Das bin ich. Du sagst, sei stark. Und das werde ich sein. Und mutig, die ganze Zeit. Aber man kann nicht ewig wach bleiben. Ich sollte Ruby holen. Wenn dir nicht gut ist, sollte sie sich das ansehen. Nein, Clem, du hörst mir nicht zu. Tut mir leid, dass du die ganze Arbeit machen musstest. Ihnen zeigen, dass ich gut und clever bin. Cleverer als sie. Ich werde dir mehr helfen, damit du nicht alles tun musst. Wohin gehst du? Auf Patrouille. Patrouille? Wegen der Gefahr. Böse Leute. Monster. Wovon deine Albträume halt handeln. Und wenn du stattdessen hier bleibst? Leg dich wieder hin. Ich bleib wach und pass auf, dass keine Albträume mehr kommen. Das kannst du nicht. Du kannst ja nicht zaubern. Woher weißt du das? Vielleicht habe ich es dir nur nie gesagt. Nee. Was ist denn? Kann ich vielleicht in deinem Bett schlafen? Wie früher, als ich klein war? Ja. Komm hoch. Ich habe keine Angst. Bin nur müde. Kann ich verstehen. Glaubst du, das brauchst du? AJ? Was? Du bist immer noch klein. Ja, ich weiß. Entschuldigung. Also 18... Entschuldigung, boah. Ich hab's gerade mit dem Hals. 18 Tage am Stück wach bleiben, das kannst du ja vergessen. Da gibt's ja Studien und Dokumentationen, habe ich dazu gesehen. Die Leute werden ja schon nach ein paar Tagen fast in den Wahnsinn getrieben, weil das Gehirn anfängt, Streiche zu spielen. Kurz was trinken. Bereit für die Arbeit, Kleiner? Von Albträumen werde ich immer noch müde. Ich auch. In deinem Bett habe ich besser geschlafen. Ich bin mit der Wache dran. Ich muss noch was anderes machen. Was denn? Nichts ist... ist nicht wichtig. Verdammt nochmal, Louis. Nimm doch einmal etwas ernst. Ich nehme das schon seit Tagen ernst. Schon seit über 2 Wochen tue ich das. Wie alle anderen auch. Was willst du? Hey. Ich dachte, Lily und Abel wären längst hier. Ich frag mich, worauf sie warten. Keine Ahnung. Ich wollte nur Zeit zur Vorbereitung. Aber die Warterei ist ätzend. Alle sind so angespannt. Soll ich dir helfen? Ja. Könntest du mal nach allen sehen? Ob sie ihren Scheiß auch richtig machen? Klar, mache ich. Danke, Clem. Ich sollte jetzt mal den hinteren Gang vernageln, nachdem Louis es nicht macht. Die verändert sich auch langsam irgendwie, oder? Irgendwie glaubt die, dass jetzt alles auf deren Schultern lastet. Was ist das? Ziemlich deutliche Botschaft. Go away. Betrachte die aufgespießten Köpfe. Hoffentlich kriegen die Plünderer wenigstens Angst. Den Fahnenmast noch. Auf so etwas würde ich nie schwören. Fuck Raiders. Meinst du, dass Sophie und Minnie bei ihnen sind, wenn sie kommen? Ich weiß nicht. Vielleicht. Ich halte Wache, Clem, wegen der Gefahr. Wie, Patrouille? Nein, Clem. Wache ist total anders als Patrouille. Warum?
Man geht nicht. Oh, stimmt. Leave or die. Ich glaube, das würde ihn nicht beeindrucken. Das alles, was bringt hier. Nichts mehr übrig. Ich frage mich, ob sie es nach dem Feuer wieder aufbauen wollten. Mal die Mauer abchecken hier hinten. Aber da gibt's nichts. Hier könnten die noch reinkommen. In die Gräber. Ich hoffe, es ist schön, wo du bist, Brody. Jetzt malen. Ich glaube, der Einzige, der wirklich um den Malen trauert, ist sein Hund. Miss Martin, danke, dass Sie alle beschützt haben. Ja, das war der Zombie aus dem Cap Blacks Haus. Ich muss mich kurz erinnern, Leute, für euch ist es vielleicht einfacher. Der ist sauer. Hey, was machst du da? Testen, ob die Bombe hochgeht. Das kleine Ding bringt niemanden um. Ich will nur sehen, ob sie zündet. Das muss es. Unser ganzer Plan hängt von dem kleinen Ding ab. Wenn sie reinkommen, muss ich die Bombe zünden, während ich sie ablenke. Erwarte das Unerwartete. Ja, so in der Art. Das habe ich auf einem dieser blöden Motivationsposter gelesen. Die hing früher immer in der Schule. Als der ganze Wahnsinn losging, habe ich sie runtergerissen. Blöder Mist. Kannst du? Meine Hand ist nach dem anstrengenden Tag total im Eimer. Bleib zurück. Verdammte Scheiße. Wenn das nicht funktioniert. Verdammte Scheiße. Das klappt schon noch. Versuch's weiter. Ich hab ja nicht alle Zeit der Welt, Wissenschaftler zu spielen und den Scheiß auszutüfteln. Ich mach das. Ich brauch nur mehr Zeit. Alleine. Zum Nachdenken. Schon verstanden. Ich geh dann mal. Aber danke. Für deine Hilfe. Vielleicht wird er sogar noch sympathisch. Ich hab ihn gespannt. Keine Ahnung. Das zum Bombenbauen ist ja schon mal zu blöd. Du brauchst doch einfach mal... Kriegst doch so Anweisungen. Du brauchst doch bloß Google. Achso. Naja, ist egal. Hier sieht's aus, als stünde ein Krieg bevor. Also das heißt nicht umsonst Final Season. Hier kommen wir nicht rein. Scheiße. Was ist los? In ein paar Wochen oder Tagen oder Stunden kommen die Plünderer. Fackeln alles ab, stehlen alles oder töten uns. Und dann ist es egal, wie schlecht ich war. Die Plünderer brennen nichts nieder und entführen niemanden. Wir beenden es. Du klingst wie Marlin. Also, nicht beim Kämpfen, aber deine Aufmunterungsversuche. Du weißt schon. Ich habe jahrelang nur dumme Witze gemacht und dumme Spiele gespielt und habe meinen besten Freund mit der Verantwortung allein gelassen.
den schweren Entscheidungen, den schlaflosen Nächten. Und am Ende einer Kugel in den Kopf. Und dann, als du uns sagen wolltest, wie er wirklich ist und AJ ihn erschossen hat, gab ich euch beiden die Schuld. Ich weiß, ich... Also ich wollte nicht... Ich kann's nicht ausdrücken. AJ hat ihn getötet. Ich habe es nicht verhindert. Er war mein bester Freund, wie ein Bruder, aber was er getan hat, das war abgefuckt. Sein Tod wird immer wehtun. Aber ich verstehe, warum AJ meinte, dass es richtig war. Hier, nimm du. Wirklich? Der gehörte doch Marlon. Ja. Und er hat damit die Schule verteidigt, bis er aufgehört hat. Los, probier ihn aus. In die Richtung, bitte. Oh mein Gott, ich treffe ja sowieso nichts. Und nur zur Info, ich lach mich schief, wenn du nicht triffst. Verdammt! Ich darf dich nicht wütend machen, wenn ich mit einem großen roten Kreis auf der Brust vor dir stehe. Wenn du noch mehr üben willst, sag mir Bescheid. Okay? Klingt gut. Und Clem, danke. Für alles. Sieh nach Violet. Machen wir doch direkt. Ach nee, Leute. Jetzt habe ich den Bogen aufgehoben. Erst lesen, dann... Na gut, machen wir das schneller. Ups. Ja, komm schon. Bullseye. Okay, jetzt gehen wir zu Violet. Hinterer Korridor ist sicher. Wie sieht's aus? Okay, oder also... Einfach total scheiße? Also, es ist nicht perfekt, ehrlich. Aber sie versuchen es. Mit allen Mitteln, die sie haben. Versuchen verhindert nicht, dass sie entführt werden. Versuchen hält die Plünderer nicht davon ab, unser Zuhause abzufackeln. Mann, Clem! Seit die Beißer Leute fressen, gibt es keine Teilnehmerurkunden mehr. Du bist ein Langweiler und deine Idee ist blöd. Ach, ich bin blöd. Du kannst doch nicht logisch denken, wenn du dich hören könntest. Mann, was zur Hölle? Violet meinte, wir sollen zusammen die Fallen vorbereiten. Aber Asim hört nicht auf mich. Das heißt nicht, dass ihr euch anschreien müsst. Halt dich da raus! Ich hab ne Idee. Wir füllen Kleidersäcke mit Ziegeln. Wenn die Plünderer zum Gebäude kommen, lassen wir sie fallen. Willy hier will einen Plünderer mit einem riesigen Baumstamm umhauen. Wenn überhaupt. Total idiotisch. Du bist ein Idiot. Du bist kindisch. Bin ich nicht. Ich will helfen. Dann hilf und hör auf zu streiten. Asim hat recht. Wir sollten die Ziegelfalle nehmen. Die klingt praktischer. Meine ist auch praktisch. Ist sie nicht. So eine Idee kann nur von einem Kind kommen. Ein Kind, das keine Ahnung hat, was ihm bevorsteht. Was zur Hölle? Sind hey, alle ein bisschen angepisst. Mist! Mann, wir bringen uns noch gegenseitig um, bevor die verdammten Plünderer kommen. Wir brauchen ein Ventil, um Druck abzulassen. Hey, Mann, wie läuft's? Verpiss dich! In der Ecke sitzen und schmollen hilft uns auch nicht weiter. Komm. Lach mal wieder. Du wirst jeden Tag ätzender. Egal. Ich habe einen Plan entwickelt, die Stimmung zu verbessern. Und der Plan ist ein Spiel. Komm, wir müssen spielen. Okay, ich komme. Wir haben seit Wochen nichts gespielt. Seit dem Abend mit Marlon. Also, wenn du Ruby fragen willst, ob sie mitspielt, ich warte gern. Halt's Maul, Alter! Ich schwör's dir. Du bist in Ruby verknallt?
Was spielen wir? Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit oder Pflicht spielt man doch nicht mit Karten. In dieser Version schon. Alle ziehen. Die höchste Karte darf fragen, die niedrigste muss antworten. Oh, niedrigste. Das wird witzig. Mal sehen. Wahrheit. Heiraten, ficken, umbringen. Zwei. Also schön. Heiraten, flippen, umbringen. Ruby, Asim oder James, der Typ, der dich gerettet hat. Oh Gott. Ach, du musst antworten. So sind die Regeln. Ach, mal sehen. Heiraten würde ich... Och Mensch, was ist denn das für ein Mist jetzt? James. Er klingt mysteriös. Lustig. Du sprichst grauenhaft ganz anders aus als ich. Hast du nicht gesagt, er hatte Haut an? Menschenhaut? Jedem Tierchen sein Pläsierchen klemmen. Ich flippe... Flippen, 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 flippen. Flippen, flippen. Ruby. Tut mir leid. Ich habe mir nur gerade ihren wütenden Blick vorgestellt, wenn Clem ihren Vorschlag macht. Was? Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Spinnst du? Sie hat gezogen. Ruby darf flippen. Umbringen tust du also. Das ist der Wahnsinn. Asim! Oh, Gott sei Dank. Was? Du würdest lieber sterben, als Clem zu flippen oder zu heiraten? Ich, nein. So habe ich das nicht gemeint. Das ist doch super. Wir lachen, wir verstehen uns. Und wir denken mal nicht an mordlustige Arschlöcher, die uns verschleppen wollen. Nicht, wenn du es nicht erwähnst. Auf zur zweiten Runde. So ein Kackspiel, hey. Kannst ja nur Müll antworten. Ich habe gewonnen. Und der arme Asim hat verloren. Definitiv. Pflicht. Okay. Gebt euer Schlimmstes. Geh einen Beiser küssen. Du nee. Musst Ruby um einen Kuss bitten. Ernsthaft? Der Pflichtklassiker. Da geht er doch gerne, der ist doch verliebt, oder? Jetzt kriegt er da eine voll durchgelaufen. Verdammt! Ich krieg keine Luft. Tja, ich glaube, wir haben heute alle etwas von unserem guten Freund Asim gelernt. Hauptsächlich, dass er keinerlei romantischen Charme hat. Klappe! Aufgepasst, Leute! Runde 3 geht los. Ich hab's. Wir haben den armen Asim wegen der süßen Ruby übel geärgert. Also müssen wir auch jemand anderen wegen seiner unerwiderten Liebe ärgern. Also, Clem, gibt's hier jemanden, den du magst? Ach du Kacke. Ernsthaft? Magst? Bist du 6 oder was? 7. Danke. Ja, ich habe definitiv Gefühle für jemanden. Ho, wer ist es? Nein, ich sag nix. Asim, du hast die höchste Karte. Und verloren hat Tennessee. Was hast du noch nie irgendjemandem erzählt, weil du Angst hattest, dass du ausgelacht wirst? Ganz genau. Ich glaube, dass es die Beißer nicht ewig gibt. Irgendwann verschwinden sie. Weil die Welt ein Kreislauf ist, oder? Eiszeit, Steinzeit, irgendwelche anderen Zeiten. So ist das eben. Diese Zeit endet und eine andere beginnt. Eine Zeit ohne Beißer, wie es früher war. Das hoffe ich. Warum sehen mich alle so an? Habe ich das Spiel versaut? Das ist echt schön. So habe ich das noch nie gesehen. Was ist los, AJ? Ich weiß nur nicht, wie es ist. Der kennt ihr nur alles das. Schon, nur ich nicht. Ich erinnere mich nicht an eine Zeit ohne Monster. Weißt du was, kleiner Mann? Das ist total okay. Glaub mir, die Welt vor dieser war ziemlich beschissen. Und das ist die richtige Stelle, um Schluss zu machen. Wir müssen sowieso die Arbeit fertig kriegen. Es wird dunkel.
Hältst du Wache? Ja, Clementine ist nach mir dran. Kann ich mitkommen? Aber sicher doch, Kleiner. Hey. Hey. Willst du mir bei der Ziegelfalle helfen? Ja, ich habe ein paar Ideen. Cool, die helfen sicher. Sorry wegen vorhin. Schon okay. War ein guter Treffer. Ich bin unterwegs zum Glockenturm. Ich will vor dem Schlafengehen noch die hintere Wand überprüfen. Brauchst du Hilfe? Klar, wenn du Lust hast. Du kannst mir auch stattdessen helfen. Ich habe Klavierdienst. Was denn? Ich muss noch ein wenig üben, bevor jemand es noch zu Brennholz machen will. Ich will ein Projekt versuchen, das nur zu zweit geht. Beginnen mit Violet, was Nützliches tun. So Leute, das war's erstmal für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne mal einen Daumen nach oben da und einen Kommentar. Und schreibt vielleicht mal, wie ihr euch entschieden hättet an den verschiedenen Stellen. Das würde mich auch mal interessieren. Ich treffe ja immer nur meine Entscheidung, wo ihr wahrscheinlich anders reagiert. Okay Leute, bis dahin und tschüssi.